Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Replay eines abgehalfterten Schiffes. Nein, ich glaube, die ikonische Silhouette dieses Schiffes ist den allermeisten Menschen bekannt, vor allem jenen, die schon länger im Spiel sind. Und jene haben auch eine Veränderung des Baumes durchgemacht, nämlich den der Pensacola, die von Stufe 7 auf Stufe 6 gedrückt worden ist. Und viele haben immer gesagt, ach, die New Orleans hat auf Stufe 8 nichts zu suchen, die Pensacola auf Stufe 7 nichts zu suchen. Dafür ist die Cleveland auf Stufe 6 viel zu stark gewesen. Und zu Teilen stimmen diese Aussagen natürlich auch. Vor allem was die Kontinuität des amerikanischen Kreuzerbaums betraf, hatten sie zu 100% recht. Weil Cleveland mit 152 mm und dann Pensacola und New Orleans mit 203 mm. Das war wieder eine Umstellung, die nicht sein muss. Vor allem, wenn wir dann später wieder weitergekommen sind zu Buffalo und zu New Orleans, zu Des Moines, die anders zu spielen waren. Dementsprechend die Umstellung eine gute Geschichte. Zu schwach waren die Dinger aber nicht wirklich. Nur der Umstand, dass die Umstellung des Spielstils das nicht mitgetragen hat oder von vielen Spielern nicht mitgetragen wurde, dass man dieses Schiff dann anders einsetzt. Und das macht man mit den 203 mm jetzt auf eine kontinuierliche Art über den gesamten Baum. Praktisch. Aber bedeutet das, dieses Schiff ist jetzt besser, als es früher war, nur weil es eine Stufe nieder ist? Man könnte meinen. Was aber unser lieber Einsender hier, der Captain Really Bad wahrscheinlich hier, ja, in seiner Division mit einer Gneisenau nicht bedacht hat, ist, dass Wargaming plus 2 Matchmaking hat. Das bedeutet, der Vorteil des maximalen Stufe 8 Matchmakings von Stufe 6 Schiffen wurde gekonnt und unbewusst wahrscheinlich, vielleicht auch bewusst ausgehebelt, um uns einmal zu demonstrieren, wie gut die Pensacola dennoch auf Stufe 9 performen könnte. Tja, zu allem Umstand kommt dann noch ein weiterer Nachteil hinzu. Wie ihr sehen könnt, hat diese Pensacola 31.200 Trefferpunkte. Das nicht die Standard-Trefferpunkte. Oh, und ihr seht schon hier unsere Huang He, der andere Stufe 6er, lernt gerade den Unterschied zwischen plus 3 Matchmaking, zwischen Stufe 6 und Stufe 9 Schiffen kennen. Ja, die Ägier könnt da drauf schießen oder die Gneisenau und die Corajola. Natürlich haben wir auch Siemer im Gefecht, das ist klar. Aber es ist natürlich ein exorbitanter 3 Stufen. Holla, holla, holla. Naja, ja, wir haben ansonsten nämlich 32.700 Trefferpunkte. Das bedeutet, es könnte sein, dass dieses Schiff nicht voll ausgebaut ist. Denn auch bei der Reichweite der Hauptartillerie mit 14,2 Kilometern, das sieht nicht aus wie die standardmäßigen 15,x Kilometer der Pensacola. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es 15,6 oder 15,7 sind. Wahrscheinlich sind es 15,6x und wird dann in-game angezeigt mit 15,7, aber es sind, glaube ich, nicht ganz 15,7 Kilometer. Wie gesagt, Wargaming rundet innen immer auf. Das fällt einem aber im Eifer des Gefechts auch kaum auf, ob das jetzt 30 oder 40 Meter mehr sind oder weniger, die dann hier wirklich gefahren oder beschossen werden können. Tja, was macht man in so einem Fall mit einem Schiff, das erstens zu unterbewaffnet ist, zu wenig Trefferpunkte hat und dann nicht mal voll ausgebaut ist, in einem Gefechtsumfeld, das bis zu 3 Stufen mehr an Schiffen aufwarten kann? Ganz einfach, man fährt sehr vorsichtig. Nicht nur die geringe Reichweite hier mit 14,2 Kilometer und die fast genauso große, nur um 500 Meter geringere Aufdeckungsreichweite raten dazu. Nein, auch die Feuerrate. Wir hätten ausgebaut 15 Sekunden, nicht ausgebaut haben wir 15 Sekunden bei geringerer Reichweite. Das ist... Sagen wir so. Der Spielstil einer Pensacola mit 203 mm auf 15 Sekunden Nachladezeit ist mit AP gegnerischen Kreuzern in die Seite zu kommen und sie mit Zitadellen zu löschen. Ist natürlich schwierig bei einem nicht ausgebauten Schiff und ist auch noch schwieriger mit derlei Gegnern. Im U-Boot, die Sturdy, verfeinert diese Geschichte natürlich umso mehr.
kommt zum Tragen, dass wir, ich glaube, noch 6 Kilometer ASW haben, wenn es mich nicht täuscht. Ja, 6 Kilometer ASW ist auch eingetragen, sehr gut. Und dennoch ein Treffer. Auf Stufe 8 haben wir auch wieder ein bisschen mehr. Ich würde sagen 8 Kilometer. Bin mir aber nicht ganz sicher, was die Kreuzer da haben. Könnte aber sein, 8 Kilometer. Und auf Stufe 10 dann die normalen Schiffe wieder mehr. Wie gesagt, gibt halt immer Ausnahmen wie die Ohio, wo ich immer noch nicht weiß, was da der Sinn dabei ist, dass das Schiff 6 Kilometer an die U-Boot-Bewaffnung hat. Aber gut, man muss nicht alles verstehen. So, ihr seht schon, wir sind hier sehr, sehr vorsichtig unterwegs. Unsere Huang He hat es mit der Vorsicht nicht so genau genommen. Unsere Gneisenau selbst ist im problematischen Gefilden unterwegs gegen eine Überzahl an Feinden, bei denen sich auch eher der Rückzug empfiehlt, als hier noch zu stehen. Das Gros des Feindes befindet sich wirklich hier unten auf B. Es könnte, oder man könnte tatsächlich Richtung C fahren, in der Versuchung dort nur unter Anführungszeichen gegen eine Dalian und gegen eine Izumo oder eine New Orleans kämpfen zu müssen. Wobei selbst eine Dalian auf Stufe 9 mit dem Reload und der zwar geringen HE-Penetration dennoch ausreichend sein kann, dass wir hier große Probleme bekommen. Aber wir sind zu, tatsächlich. Ja, der Vorteil, dass wir nicht so weit schießen können, ist auch der Vorteil, dass wir nicht so weit maximal aufgehen können. Aber ich bin gespannt, was dieses Gefecht noch für uns bereithält. Die Gneisenau und die Colorado verstecken sich vor der Übermacht hinter der Insel. Die Johann de Witt wird, wenn sie schießt, den Preis dafür bezahlen hier auf DE. So ein Kartenspiel. Na, ihr seht schon, wir sind hier konzentriert auf das U-Boot, das von überall kommen kann. Und unsere Leute von DE machen sich so langsam, aber sicher auf den Weg. Ah, die Nagato. Die macht sich eher sicher auf den Weg, der Rest macht sich eher langsam auf den Weg. Also im Sinne von, sie will ganz auf Nummer sicher gehen, dass da ja nichts mehr ist, was da problematisch sein könnte. Auf B9. Sarkasmus off. So, in der Support hier wieder ein kleiner Stressfaktor, vor dem wir aber davonfahren. Irgendwann ist die Karte aber leider zu Ende und ihr seht schon, wäre das U-Boot aufgetaucht, wäre es ein Problem. Aber irgendwie... und es wurde zum Problem, weil es jetzt aufgetaucht ist. Ihr seht schon, das U-Boot hat jetzt Minuten verschwendet unter Wasser für gar nichts. Hätte es uns schon länger gescoutet, dann wären wir hier viel eher in die Bredouille gekommen. 4 Schiffe könnten auf uns schießen, momentan sind es 3. Aber es könnten noch mehr werden. Und das ist nicht gut für ein Schiff mit 21.000 Trefferpunkten. Ne? Wir werden Stück für Stück dezimiert hier. Fatal. Und kein Brand. Einfach kein Brand auf die Ägier. So ein Schlachtkreuzerbrand, den könnten wir gut gebrauchen. Hier, 60 Sekunden. Nein, 45 Sekunden. Gib ihm. Ah, Doppelbrand, sehr gut. Jetzt heißt es noch Daumen drücken, dass er keine Reparatur ready hat. Und dann sind wir schon wieder außerhalb der Reichweite unserer Hauptartillerie. So ist es halt. Da türkelt das U-Boot dahin. Keine Ahnung, was es machen will. Luft hätte es noch genug. Es beginnt zu tauchen. Dinge, die ich nicht verstehe. Ja, wenn man die ersten 2 Gefechte U-Boot fährt, da musste ich auch leidlich lernen, ist, dass die Taste C ungefähr 8 Sekunden braucht, um auf Seerohrtiefe zu kommen. Das braucht ewig, zumindest bei den Deutschen gefühlt. Also man skillt natürlich die 15% schnellere Sinkzeit. Das ist ein Umstand, der tatsächlich nicht unpraktikabel ist, wenn man überrascht wird. Es spart Schaden. Also senkrechte Sinkgeschwindigkeit, wie das auch immer heißt. Ich glaube 15% sind es. Von daher super praktisch. Oder man schaut halt gut auf die Karte. Hier in diesem Fall war eigentlich alles offen, bis ja, sogar die Letterible war offen. Das Konzimen der Letterible ist jetzt nicht das außergewöhnliche Konzimen. Und ihr seht schon, dieses Gefecht geht komplett über Zeit. Das bedeutet, wir müssen aushalten, solange unser der Große, unsere Bismarck, unser San Diego und unsere Riga dem Feind von hinten in die Seite fallen,
was teilweise auch schon passiert, weswegen die New Orleans und die Summer nicht mehr vom Fliehen rauskommt und die Dahlian schon erledigt worden ist. Was wir machen könnten, bis unsere Nagato da ist, das weiß niemand. Die kommt erst an, wenn das Spiel zu Ende ist. Gehe ich stark davon aus. Sie ist jetzt immer noch bei D9 von B9. Gut, dass sie nicht noch außen rumgefahren ist, aber ja, wie gesagt, auf Stufe 7 muss man halt auch noch lernen. Aber es ist für das eigene Team ist es schon fatal, wenn ein Schiff 90% der Zeit außerhalb der Kampfzonen ist. Das ist schwierig. So, und ihr seht, jetzt wird Breitseite gezeigt. Schade nur, dass wir nicht die 15,7 Kilometer haben. Schade nur, dass wir kein Glück mit dem Feuer haben. Vielleicht hilft das jetzt aus. Nein. Und schade, dass wir keine Kreuzer hier haben. Aber wir werden wohl oder übel dennoch mit AP schießen müssen, um noch an richtigen Schaden zu kommen. Die Sturdy ist raus. Wow. Ein Umstand, der natürlich nicht hätte passieren müssen. Es ist ein U-Boot. Unfair gemacht, wie es aussieht. Die Le Terrible hat sie rausschießen können. Wahrscheinlich wieder keine Luft übrig geblieben. Dann ist immer fatal. Und dann noch den Fehler gemacht für Ping. Und dann einfach draufgeballert. Also zumindest mache ich das so. Wenn ich eh nicht in Reichweite bin, dann ballere ich auf den Ping. Wenn ich offen bin, weiß ich, dass U-Boot outspottet mich im DD, vor allem in der Le Terrible. Und dann habe ich gute Chancen, dass ich da treffe. Granaten sind viel schneller, ne? Auch der Explosionsradius ist besser. Aber da der Super jetzt raus ist, kümmern wir uns um Bismarck und um Geisenau, die auch gefährlich hinten rankommt. Und wie gesagt, irgendwann ist auch diese Karte zu Ende. Aber wir haben fast alle Caps danach. Ja, ihr seht schon, die Sumo New Orleans, die fliehen immer noch. Die Akatsuki weiß nicht, was sie tun soll. Die San Diego kommt von hinten. Friedrich der Große ebenfalls. Die Bismarck sowieso. Und der Rest muss fliehen, aber nicht sterben. Das ist das Allerwichtigste. Ihr seht also, es wird hier richtig gut gemacht von unserem Stufe 6 Einsender. Fliehen, fliehen, fliehen und so lange wie möglich durchhalten. Das ist glasklar nicht der oder die Arbeit, die am heroischsten ist. Man kann nicht reinfahren und den Feind im Nahkampf erledigen mit diesem Schiff. Nein, die Devise heißt hier durchhalten. Man erkauft dem eigenen Team die Zeit, um ihnen die Chance zu geben, aufzuschließen und den Feind Stück für Stück zu beherrschen. Ihr seht schon, immer wieder kehren ein paar Schiffe vom Feind um, der Beschuss auf einen wird immer weniger und dann kann man auch wieder in den Angriff gehen, also reindrehen und die fliehenden Schiffe verfolgen, während sie abgelenkt werden vom nachrückenden Verbündeten. Das ist das Ziel hier. Ah, sehr gut. Ja, aber wir haben schon ein bisschen Pech, ne? Wir bekommen einen Brand, da wo es nicht mehr so wichtig ist, dass wir einen Brand bekommen. Wargaming ist halt immer noch der beste Troll. Sei es über die Streuung, sei es über das Brand-RNG oder über die Zitadellen, die nur noch 300 Schaden machen, weil das war der Rest vom Schiff. Vorher war es ein dickes, fettes Noob. So, jetzt sind nur noch zwei Schiffe, die hier auf Verfolgung aus sind, die Coraggiolo und die Gneisenau. Wobei auch die Coraggiolo wahrscheinlich den Turn hier kriegt und dreht, weil sie schon beschossen wird von der San Diego. Ja, sieht gut aus. Dann haben wir tatsächlich nur noch die Gneisenau. Ja, 613 Punkte sind nicht viel, aber momentan ist sie auf der Le Terrible fixiert. Auf die Terrible fixiert. Ah, jetzt kickt es voll rein hier. Solange das der Fall ist, haben wir vielleicht Glück. Ist natürlich ein schwerer Fehler hier. Nicht zumindest eine Salve noch auf uns zu verschwenden, weil 613 Punkte versus den Schaden, den wir auf dem Schiff machen, das ist abnormal. Natürlich kann man sagen, ich muss ja hier den Zerstörer erledigen, weil den kriege ich dann nicht mehr auf. Ist bei einer Le Terrible aber weniger das Problem. Die hat nicht so gut Torpedos, dass wenn ich wegfahre, es zu einem Problem wird. Von daher, also ich glaube 8 Kilometer Torpedos und je nach Skillung bei einer Le Terrible, die lohnt sich auch gar nicht als Torpedoboot. Ich glaube die Le Fantasque lohnt sich eher. Hat die Le Terrible nur 7 Kilometer. Das Problem ist, die Le Terrible ist vor der französischen Linie rausgekommen. Die kann einfach alles drauf haben, was gerade geil war in diesem Moment. Also je nachdem, worauf Wargaming Lust hatte.
Ja, Premium-Schiffe, die nachher rauskommen, die werden meist genauso konzipiert, dass sie etwas bieten, was die französische Linie nicht hatte oder nicht hat, damit ein Ausgleich geschaffen wird. Und da kommt die Salve, die letzte sein könnte. Oh. Es ist 613. Was ist denn die 12,1 Sekunden Ladezeit? Nice. Das sind halt ganz knapp nicht die vollen 20%. Ne? Diese 100 Meter hier, wahrscheinlich ebenso aufgerundet, das ist das, diese eine Sekunde, 0,1 Sekunde meine ich natürlich, ich glaube ebenso aufgerundet, wie es Wargaming immer macht, das ist das, was Adrenalin Rausch noch nicht rausgeholt hat. Brutal. Und 84 oder 85.000 ist schon ein mehr als nur, und das war's dann mit dem Schaden, mehr als nur respektabler Schaden hier. 86.631 Punkte mit einer Pensacola, Heidewitzka. Und dann noch ewig durchgehalten mit 1,3 Millionen getankten Schaden. Das ist schon eine Leistung. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen ist, dieses Schiff darf oder sollte gar nicht ausgebaut sein. Ein bisschen was an Kapitän ist drauf, aber hier haben wir 86.631. Dritter Platz im Sechser in einem Stufe 9 Gefecht. Alter Verwalter. Ganz hinten sehen wir die Nagato mit 522 Punkten und Full Life wahrscheinlich bis zum Ende im Gefecht. Wie gesagt, das war die Bürde dieses Teams. Weniger die Stufe 6er, die es immerhin schlechtestenfalls auf den fünftletzten Platz gebracht haben oder auf den siebten Platz, wenn man es so rechnet. Da haben wir hier 3, 6, 7, ja. Mit 1000 Punkten bei einem Sieg, das, was ich als Minimum erwarte bei einem Sieg, 500 Punkte als Minimum bei einer Niederlage, wie gesagt, bei 6 Minuten oder bei 3 Minuten Gefecht, da macht man halt einfach nichts mehr. Dies hat aber 15 Minuten 52 gedauert, Gott sei Dank, ansonsten wären die 86.000 nicht zustande gekommen. Schlussendlich dann doch noch ein bisschen Glück mit den Bränden und 29.000 so gemacht, aber selbst die 55.000 hätten ausgereicht für eine gute Runde in der Pensacola auf Stufe 6, überdurchschnittlich generell, und 86.000 sowieso. Das wird eine sehr gute Runde gewesen sein. Ihr seht, überhaupt keine Ausbauten, das ist fatal bei der Pensacola. Dafür aber einen immerhin fetten 6-Punkte-Kapitän. Und da seht ihr, mehr braucht es einfach nicht als 6 Punkte, keine Ausbauten, um in einem Stufe 6-Schiff im Stufe 9er ausreichend Schaden zu machen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.